Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwein. Wir sind im Jahr 1156 in Schottland und unser guter König Euan, der ist ehrgeizig geworden. Und das ist doch für mich ein ziemlich drastischer Wandel im Charakter, denn diese ehrgeizige Eigenschaft ist, ja, ich glaube, mit die einzige Eigenschaft, die, wenn wir jetzt das rollenspielerisch angehen oder wenn ich das so angehe, die in Richtung auch Expansion weist. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn wir selbst natürlich angegriffen werden oder wenn es irgendwelche Beleidigungen gibt oder Vorfälle, aber das ist etwas, wo man auch aktiv, wo unser Charakter auch aktiv vorgehen kann. Und Euan der Zweite, der hat sich jetzt mal mit der Lage so befasst. Im Prinzip theoretisch, sagen wir mal, gibt es drei Expansionsziele, ja, wenn man ehrgeizig ist. Die erste Richtung ist Nordengland, die zweite sind die Orkneys und die dritte ist Irland. Nun, und natürlich abgesehen von innenpolitischen Zielen, das ist noch was anderes. So, ich habe zwei Sachen erstmal ausgeschlossen. Das eine ist Nordengland. Hier ist es so, dass unsere Frau, Königin Adelaide, die wir auch sehr gerne mögen, die ist Tochter von Herzog Mark II. Von York. Das ist also unser Schwiegervater. Ein sehr mächtiger Herzog übrigens von York und Northumberland. Das heißt, ihm gehört der gesamte Nordosten von England. Er hat zwar gerade ein paar Probleme. Er kämpft an der Seite des englischen Königs gegen, ich glaube, gegen Königreich Brescia, gegen die Bretagne. Ist ja auch natürlich interessant, weil wir wiederum von der Bretagne abstammen. Ja, also insofern, aber ich glaube, seine Frau sorgt dafür, dass er nicht auf die Idee kommt, da den Schwiegervater anzugreifen. Das passt dann doch nicht irgendwie, auch wenn er stolz ist, mit seinem gütigen Gemüt und so weiter zusammen. Also das schließe ich erstmal aus. Die zweite Variante ist, sind die Orkneys. Da ist es so, da ist ein direkter Verwandter von uns, Herzog, der im Moment auch Probleme hat, den wir auch eigentlich ziemlich mögen. Ne, wo haben wir es hier? Also er mag uns zumindest, wie wir ihn mögen. Ja, wir mögen ihn auch ziemlich. Er ist ja auch bescheiden, zufrieden und so weiter. Gesellig, na gut, hinterlistig und gierig. Außerdem noch attraktiv. Also das ist auch nicht das Nahziel. Euan hat sich überlegt, dass es doch, glaube ich, für ihn ganz angemessen ist, wenn er sich mal mit Irland befasst. Und da, ja, da Ulster schon zu Schottland gehört, erscheint es ihm nur richtig, dass dieses zersplitterte Irland, zumindest ein Teil davon, jetzt eine vernünftige Herrschaft, einen vernünftigen Herrscher bekommt, so dass er sich es zum Ziel gemacht hat, hier das Herzogtum Ulster zu etablieren unter seiner Führung. Also das ist sozusagen, sein Ehrgeiz fokussiert sich jetzt auf den Norden Irlands und dementsprechend wird es Krieg geben. Anders lässt sich das nicht erreichen. Aber um Krieg zu machen, brauchen wir erstmal einen Anspruch. Und insofern werden wir jetzt unseren Kanzler Aaron von Albany losschicken, um hier für uns ein bisschen für rechtliche Grundlagen des Krieges zu sorgen. Und jetzt ist die Frage, wo fangen wir eigentlich mal an? Schauen wir uns mal diesen Earl hier an. Was hat der für Allianzen? Der ist mit dem Herzog der Normandie, ein unabhängiger Herzog, verbündet. Das muss jetzt nicht unbedingt unser erstes Ziel sein. Wie sieht es denn aus mit diesem hier? 62, Flayfri von Ergiala, Kleinkönig von Dehebart, mit dem ist er, ja gut, das ist überschaubar. Entschuldigt. Earl von Kildara, auch überschaubar. Ich denke, wir werden hier mal anfangen. Dort schicken wir unseren guten Kanzler hin. Machen wir das mal. Ansprüche fungieren, dann bin ich mal gespannt, wie lange er dafür brauchen wird. Er ist ja, na, es gibt fähigere Leute, sagen wir mal so. Er ist meisterhafter Diplomat, aber so meisterhaft dann auch nicht. Okay. Des Weiteren,
Wir haben unseren Spion in Lothian und das ist, finde ich, jetzt gar nicht mehr so aktuell. Ich werde ihn mal. Ne, wir haben ihn nicht in Lothian, wir haben ihn hier oben in den, auf den Orkneys. Ich will ihn nach Lothian schicken, weil hier ist dieser renitente Herzog Roy, mit dem wir auch noch so ein Hühnchen zu rupfen haben, der eine Fraktion gebildet hat. Üblicherweise würde man jetzt Intrigieren nehmen. Aber ich werde weiter hier versuchen, ein Spitzelnetz aufzubauen in Lothian. Vielleicht erfahren wir irgendwelche kompromittierenden Details über den Herzog. Das könnte uns möglicherweise noch gravierende nutzen. So, und da jetzt alle Zeichen auf Expansion und Krieg stehen, wird unser Fokus verändert. Und zwar von der Herrschaft auf Krieg. Ja, damit beschäftigen wir uns mit der Kriegskunst vom Nahkampftraining bis zur Lektüre der Werke uralter Generäle. Und wir können zukünftig Duelle gegenüber Rivalen und Feinden fordern. Das ist auch nochmal eine interessante Sache. Mal gucken, inwieweit wir das irgendwie anwenden können. Okay, Krieg hatten wir, glaube ich, noch nie in diesem Schottland-Spiel. So, dann noch was bei den Beratern. Wir haben... Ah ja, ja, nee, alles klar. Unser Kanzler ist ja jetzt dabei, Ansprüche zu fingieren. Ich wollte auch noch Beziehungen verbessern. Der stand da noch in Galloway. Das war völlig unnötig inzwischen. Und was wir noch tun können, wir können hier bei der Forschung ein bisschen investieren. Ich denke mal, wir gehen mal in Richtung schwere Infanterie eine Stufe weiter. Ja, bringt uns einfach eine bessere Armee. Okay, liebe Freunde, soweit, so gut. Dann können wir, glaube ich, weiterlaufen lassen und sind gespannt, was da aus diesem Anspruch wird. Und vor allem oder auch das Thema Herzog von Lothian. Ich merke übrigens zunehmend bei deutlich hoher Geschwindigkeit, hier Stufe 4, kriege ich doch unangenehme Frame-Abbrüche. Okay, und Ewan ist auch beigetreten. Und was ist hier? Patrick von Stornoway wurde verhaftet, wurde aber wieder entlassen. Na gut, das sind irgendwelche internen Querelen. Reduzierte Kronautorität-Fraktion. Das ist die von Roy. Hat schon 3600. Schlecht. Na, von dem guten Mann hätte ich das gar nicht erwartet. Können wir den vielleicht ein bisschen auf unsere Seite ziehen? Können wir ihn... Ja, wir verleihen ihm mal einen Ehrentitel. Ich denke, was ist er so vom Charakter? Vor allem ein Diplomat und relativ fähiger Verwalter. Ach, kriegt er mal Schwanenhüte. Das ist jetzt nicht die Welt. Oh, was haben wir hier? Baby von Adelaide. Mein kleines Kind David ist nicht so wie andere Kinder. Er schreit nicht und weint, auch nicht, wenn er traurig ist, und er beobachtet die Welt mit wachem Geist. Heute Morgen lachte er laut und fröhlich, als ein Koch sich in die Hand schnitt und das Blut hell sprudelte. Oh mein Gott, was ist mit dem los? 2 Jahre ist er alt. Tiere meiden ihn und er gibt ein seltsames, zischendes Geräusch von sich, wenn andere Kinder in der Nähe sind. Die Höflinge flüstern etwas von Dämonengezücht und die Diener wenden ihren Blick ab und machen heimlich Zeichen, die das Böse abwehren sollen. Okay. Entweder ich muss fasten und zu Gott beten. Da kann es passieren, dass David mutmaßliches Dämonengezücht wird. Wow. Oder ich werde mich an Bischof Connell wenden. Nein, ich denke, wir werden das theologische Gespräch suchen. Als Meistertheologe
Oder ich meinte als Meister Theologe. Nee, doch. Also den Hofkaplan werde ich mal zu Rate ziehen. Ja, mal gucken, was der sagt. Mein Hofkaplan Cornell glaubt, dass David ein Kind des Teufels ist. Und schlimmer noch, er glaubt, dass seine Mutter Königin Entleth eine Hexe ist, die mit Dämonen Unzucht getrieben hat. Ach du Schreck, was geht denn hier ab? Lächerlich. Nie und nimmer entspricht dies der Wahrheit. Ja, damit wird er zum Dämonengesicht und zur Hexe und wir verlieren Pietät. Oder weiche Gott ergreift sowohl die Hexe als auch ihr Kind. Damit wird David Bastard. Und Adelaide eingekerkert. Oh Gott, Leute, was für gravierende Dinge. Er ist gütig. Und ein Meistertheologe. Ah, das finde ich jetzt super schwer. Und vor allem ist er auch ehrgeizig. Und wir mögen unsere Frau. Das kommt noch hinzu. Und unser Kind lieben wir. Logischerweise. Also als Meistertheologe glaube ich, würde ein Meistertheologe so auf so einen, würde der sowas glauben, an Dämonen und so ein Kram? Und Bischof Cornell, was ist er für eine? Er ist auch ein Meistertheologe. Aber er ist ein Eiferer, ja klar. Ja, das war natürlich insofern blöd, dass ich nur gerade den zu Rate gezogen habe. Ach Gott, ich bin echt hin und her gerissen. Stolz. Nee. Nee, Leute. Wir sind kein religiöser Eiferer, wir sind gütig. Außerdem sind wir stolz, wir sind der König. Das ist unser Sohn und das ist die Königin. Nee. Das machen wir nicht. Also. Lächerlich. Nie und nimmer entspricht dies der Wahrheit. So, und jetzt haben wir echt Revoltenrisiko. Und allgemeine Meinung minus 40. Und minus 40. Und verlieren PET. Das wird hart, liebe Freunde. Das wird hart. Okay, wir ziehen das durch. Und jetzt werden wir möglicherweise doch Probleme bekommen. Und das ist insofern schlecht, weil wir einen Krieg zu führen haben. Aber okay. Schauen wir uns mal kurz an. Leute. Uiuiuiui, Herzog von Lothian, hier hat sich das noch nicht rumgesprochen. Ist das erst am Monatswechsel? Nee, noch haben wir hier nicht diesen Meinungsmalus. Jun hat auf jeden Fall die Fraktion verlassen. Wundert mich jetzt direkt. Oder gab es da nur eine Chance drauf, dass das passiert? Also derzeit ist es nicht passiert. Doch, sie ist eine mutmaßliche Hexe. Ach so, von ihr die Meinung. Ah, alles klar. Jetzt kapiere ich. Unsere Meinung ändert sich gar nicht. Aber zum Beispiel Prinz David, der hat zukünftig ein Problem. Wenn er mal König sein sollte, dann verändert sich die allgemeine Meinung ihm gegenüber. Okay, da haben wir ihm ja ein heftiges Erbe aufgebürdet, aber naja. Unser Ehrgeiz, unser Stolz und in gewisser Weise auch unsere Güte haben dafür gesorgt, dass wir sie nicht irgendwie in den Kerker geworfen haben. So, unsere Wachen informieren uns darüber, dass eine weitere Bauernfamilie ermordet aufgefunden wurde, nicht weit von der Stelle, an der die erste grausige Mordtat stattfand. Dieses Mal wurde der Mörder auf frischer Tat ertappt und von Pfeilen durchbohrt, als er versuchte, vor euren Wachen zu fliehen. Es scheint, als sei der Bauer, den ihr habt einsperren lassen, doch unschuldig gewesen. Ach Gott, wie ärgerlich. Tja, woher hätte ich das wissen sollen? Gut, dass wir ihn nicht umgebracht haben. Ich finde, das war insofern doch eine weise Tat unseres
unseres Königs. So, mein Sohn David hat sein Kindermädchen wirklich lieb gewonnen. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, gelehrt wie ein Priester. Seltsam nur, dass niemand mehr weiß, wann und woher die junge Dame eigentlich gekommen ist. Okay. Jean erscheint am Hof von König Juren. Was ist mit dem los? Ist der vielleicht doch ein Dämon? Hat er sie... Hat er jetzt sich noch eine Hexe an den Hof geholt? Wo ist denn Jean? Gucken wir uns die mal an. Da haben wir sie, Jean. 20. Niedrige Geburt. Oha, was ist sie denn für eine? Meistertheologin, überdurchschnittlich intelligent. Nonne. Gelehrte. Grausam. Wow. Tatsächlich, auch eine mutmaßliche Hexe. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Was ist im Königreich los? Geschichtliches hat euch schon immer interessiert und die letzten Wochen habt ihr euch ganz dem Studium der Feldzüge Alexanders des Großen gewidmet. Aus der Beschreibung seiner Feldzüge im Osten konntet ihr wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Sehr schön. Kriegskunst plus eins, weil wir Schüler der Militärstrategie sind. Prima. Wie ist eigentlich unsere Kriegskunst? Derzeit 16. Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Und Lambert. Lambert hat uns zu Hilfe geholt. Was hat er denn jetzt für einen Krieg am Start schon wieder? Schauen wir uns das mal an. Er ist König Pharamond die Spinne und den Anspruch auf Benevento. Mhm. Oha. Oha. Ja, liebe Freunde, also er ist zwar jetzt ehrgeiziger geworden und kriegsfreundlich eingestellt, aber angesichts seiner konkreten Pläne hier in Irland und der Tatsache, dass das hier so weit entfernt ist, wird er zwar formal akzeptieren, aber er wird jetzt keine Armee dahin schicken. Da ist er, wie gesagt, jetzt auch zu ehrgeizig, was seine eigenen Ziele betrifft, denke ich. Aber der Kanzler lässt sich hier Zeit. Noch ist nichts zu spüren von Ansprüchen. Wir hören nichts. So, aber ansonsten bleibt es auch ruhig im Königreich. 1157 haben wir es. Der gute Herzog. Oh ja. Er ist ein Säufer. Auch nicht schlecht. So, David ist nicht zufrieden und fragt weiterhin nach noch mehr Spielzeug. Entweder er soll es bekommen und möglicherweise wird er gierig, sollte stattdessen draußen spielen, dem Kind ein wenig Bescheidenheit beibringen oder fort zu den Kindermädchen, du Blutsauger. Tja, was passt zu unserem Charakter? Wohltätig, gemäßigt, gütig, aber auch stolz und zornig. Also soll es bekommen, fällt mal draußen spielen. Tja, entweder sind wir zornig oder unser Gemäßigte. Ich denke, hier geht es um materielle Güte. Insofern greift jetzt unser Gemäßigter zu. Deswegen werden wir dem Kind mal ein wenig Bescheidenheit beibringen. Ah, und er ist tatsächlich bescheiden geworden. Okay. So, und wir haben eine offene Ratsposition. Was ist denn nun schon wieder passiert? Unser Marschall, ist der gestorben? Der großartige Marschall, den hätten wir jetzt im Krieg wirklich gebrauchen können. Gibt es Alternativen? Ja, es gibt eine ganz gute Alternative. Der neue Bürgermeister von Inverness, ich glaube, der andere war es, auch einer. Ja, sehr schön. Brillanter Stratege, wunderbar, perfekte Wahl. Der soll es sein. Und er wird mal Truppen ausbilden, denke ich, in Moray. Ja. Das ist in Ordnung soweit. So, aber was macht denn hier unser Kanzler? Ja, er hat auch gleich, ihm ist es gleich gelungen, plus 50%. Sehr schön. Wir warten auf unseren Kanzler, der einen Anspruch. Einer der möchte Herzog der West. Mhm.
Herzog Farker von Westhebriden. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Intrige, was ist hier los? Eine Verschwörung. Haben wir einen Herzog in den Westhebriden? Ach, Mora? War Mora nicht? Ach so, das ist der Mann von Mora. Jetzt bin ich verwirrt gewesen. Der ist eigentlich nicht Herzog, aber er wird Herzog. Na, das... Was bedeutet das, wenn... Naja, nee. Oh Gott, wir haben ja hervorragend... Nee, andersrum. Aber wir mögen und Mora. Nee, insofern, das müssen wir unterbinden. Ganz klar. Was ist denn überhaupt mit Iron Dedea los? Wo ist der gute Mann? Das ist der Kämmerer von Albany. Der hat gar kein Land. Ne, da müssen wir was tun. Können wir den jetzt eigentlich... Ne, einkerkeln können wir ihn nicht. Wir können... Könnten ihn... Wir werden mal das auf dem üblichen Wege ändern. Ja. Und er akzeptiert das. Die Sache ist vom Tisch. Okay, liebe Freunde. Und was haben wir hier? Das ist vielleicht interessant. Es geht ein Gerücht hier in Lothian um, dass einer der örtlichen Adligen korrupt sein könnte. Wenn wir diese Information klug einsetzen, könnten sie zur Anklage eines unserer hiesigen Feinde ausreichen. Ja. Dann benutze es nach eigenem Ermessen. Oha. Mein Hofspitzel, Bürgermeister Bryce von Applecross, wurde ermordet. Ist das nicht unser Hofspitzel? Der wurde ermordet. Dieser Adlige, den er recherchierte, Herzog Roy von Lothian, steckt vermutlich dahinter. Aber ich habe keine Beweise. Da haben wir es. Roy! Ein Übeltäter vor dem Herrn. Da muss etwas geschehen. Verflucht sei er trotzdem. Da muss etwas geschehen, Freunde. Und wir brauchen einen neuen Hofspitze. Den werden wir nochmal schnell ernennen. Wer ist der fähigste? Oh, die französische Hexe. Ja, das ist, glaube ich, jetzt die perfekte Wahl. Jean wird Hofspitze. Und Jean wird auch gleich wieder dorthin gehen. Und, liebe Freunde, es passiert ja einiges im Königreich. Ein möglicher Krieg steht bevor und unser Sohn, der hat irgendwie, naja, sicher sind wir uns auch nicht. Roy macht Ärger. Mal sehen, wie es weitergeht. Bleibt dran, macht's gut, euer Steinwallen.